Alter, krasser Scheiß, was für eine geile Landschaft, was für eine geile Landschaft. Nochmal reinzoomen, ein bisschen dichter gehen. Ja, Foto machen. Alter, was? Wie krass ist das denn? $64 für eine Actionkamera? What the fuck, Alter, wie krass ist das denn? Es ist ja völlig unglaublich, es könnte der neue GoPro-Konkurrent werden. Ist wahrscheinlich aber erstmal nur auf den chinesischen Markt, denn Xiaomi, wenn ich das richtig ausgesprochen habe, ist eine Firma, die in China einer der größten Handyhersteller überhaupt ist. Und die haben sich jetzt daran gewagt, eine Actionkamera zu produzieren, die der GoPro ziemlich ähnlich ist und auch von den technischen Daten sehr stark mit der GoPro konkurrieren könnte. Denn du hast bei 1080p 60 Frames per Second. Du hast sogar die Möglichkeit, diese Kamera auf einem Selfie-Stick zu stecken und dann von oben halt deine Bilder zu machen, wie auch immer, ohne dass du irgendwie ein extra Gehäuse brauchst oder sonstiges. 16 Megapixel für Standbilder, 5 Megapixel für die Aufnahmen, 7 Bilder pro Sekunde, die aufgenommen werden und so weiter und so fort. Und das Ganze für einen Bruchteil, wirklich für einen Bruchteil einer GoPro. Das muss man sich erstmal über die Zunge zergehen lassen. $64. Die GoPro fängt erst bei $130 an. Das ist so unfucking fassbar. Also auf jeden Fall ein krasser Scheiß. Ich bin sehr, sehr gespannt, ob diese GoPro China auch verlässt und halt in den Westen kommt, um dort der GoPro sehr, sehr starke Konkurrenz zu machen. Sie hat auf jeden Fall den Anschein, dass sie bildtechnisch auf jeden Fall hinterherkommt und wird sicherlich auch sehr stark verkauft werden. Was hältst du denn von so einer Actionkamera, die der GoPro gleicht, aber trotzdem ein Bruchteil weniger kostet als eine GoPro? Schreib es mir unten in die Kommentare. Ich bin sehr, sehr gespannt auf deine Meinung. Alter, krasser Scheiß, was für eine geile Landschaft, was für eine geile Landschaft. Nochmal reinzoomen, ein bisschen dichter gehen. Ja, Foto machen. Geil, rauszoomen. Alter, das wären richtig geile Drohnenaufnahmen, richtig geile Drohnenaufnahmen. Und du bekommst jetzt die Möglichkeit, nicht einfach nur mit deiner Drohne von A nach B zu fliegen und natürlich auch runter zu gehen, um dichter an dein Objekt ranzukommen. Nein, durch SanMuse Z3 bekommst du die Möglichkeit, von weiter weg sogar zu zoomen. Das heißt, du hast die Möglichkeit, einfach mal zu zoomen, um an dein Objekt dichter ranzukommen. Denn das bietet die SanMuse Z3. Das hast du vorher noch nicht gesehen und das hat es vorher auch noch nicht gegeben. Du kannst diese Kamera an jede Drohne anschließen, die es dir ermöglicht, halt mit diesem Anschluss, den die Z3 hat, auch zu betätigen bzw. zu nutzen. Die Z3 ist mit 12 Megapixeln im RAW-Format ausgestattet und zudem kann sie 4K mit 30 Bildern pro Sekunde aufnehmen. Wie geil ist das denn? Der einzige Nachteil, der mir jetzt in den Kopf kommt, ist, man kann ja jetzt auch Standbilder machen, ohne dass die verwackelt sind, ohne dass man dafür ein Video machen muss. Was ist denn spionagetechnisch da so? Also da, da sollte man sich eventuell nochmal Gedanken machen, denn das kann natürlich auch ein Fall für die, ja, wie soll man sagen, Abfangjäger von Drohnen werden. Aber was hältst du denn von so einer Kamera? Schreib's mir unten in die Kommentare. Oh nein, nicht wirklich, oder? Nicht wirklich. Es gibt weniger Neuheiten auf der Fotokina. Ah, dieses scheiß Erdbeben in Kumamoto, verdammte Axt, das kann doch nicht wahr sein. Warum zum Teufel, ganz ehrlich, warum zum Teufel musst du denn gerade jetzt ein Erdbeben hervorrufen, liebe Erde? Muss das denn sein? Wir erwarten doch auf der Fotokina die neuesten Neuheiten. Und jetzt kommst du um die Ecke und versaust uns eventuell die Präsentation von der Sony Alpha 9, von der Panasonic GA5 und eventuell auch von der Olympus EM12. Was zum Henker soll das? Ich kann es nicht nachvollziehen. Das ist doch scheiße, Mann. Ich will auch, wenn ich zu Fotokina fahre, die geilsten Neuheiten überhaupt erleben. Und jetzt sowas. Oh, dass die Produktion durch sowas auch hinterhergehängt, ey. Das ist so ehrlich. Mann, und auch die Menschen, die da wohnen, das ist doch alles scheiße. Das kannst du doch nicht machen, liebe Erde. Das geht doch so nicht. Ja, so ist das momentan. Es könnte gut möglich sein, dass diese drei Kameras eventuell nicht zu Fotokina herauskommen bzw. präsentiert werden, wobei Sony ja eigentlich immer vor solchen Events entweder davor oder danach die Präsentation vornimmt, damit halt der Fokus komplett auf ihren Kameras liegt. Aber ja, trotzdem, das ist schon ein bisschen schade und eventuell müssen wir jetzt bis 2017 warten und 2017 ist noch so lange hin. Oh Gott, ey, das kann doch nicht wahr sein. Aber trotz alledem bin ich sehr, sehr gespannt, was auf der Fotokina alles so präsentiert wird. Und jetzt sag du mir doch mal, worauf freust du dich denn am meisten, wenn du zu Fotokina fährst? Schreib's mir unten in die Kommentare. Oh ja, das wäre so richtig genial, wenn diese Kamera auch außerhalb Chinas auf den Markt kommt, denn
GoPro braucht einfach Konkurrenten, anders geht's nicht. Ohne Konkurrenten kann man nicht besser werden. Und von daher wäre das eigentlich gar keine so verkehrte Idee, wenn diese Actionkamera auch in Europa und in Amerika und so weiter und so fort auf den Markt kommt. Sollte dir diese Fotonews gefallen haben, dann würde ich mich über einen Daumen nach oben freuen, hier unten den Kanal kostenlos abonnieren, damit du auch gar kein Video mehr verpasst. Teile das Video doch mit deinen Freunden, damit auch die wissen, was gerade so im Fotografie-Universum abgeht. Dann gibt es hier zwei weitere Fotovideos, die sich definitiv auch nur noch da nochmal reinschauen. Und für heute wünsche ich dir noch einen schönen Tag, einen schönen Abend, was auch immer. Wir sehen uns im nächsten Video. Mach's gut, mach's besser. Ciao, ciao.